Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte jetzt schon einige Videos gesehen, wie Leute mit Schuhcreme so eine Art Fake-Leder machen. Ursprünglich habe ich immer so, ja, sowas Lederartiges mit Glycerin gemacht und also eine Glycerin-Wassermischung. Hier habe ich so einige Beispiele, die ich mal gemacht habe, die sind schon ja etwas älter mit Glycerin und Wasser. Da habe ich immer so verschiedene bunte Papiere genommen und die halt, ja, wie gesagt, mit Glycerin und Wasser bearbeitet. Und die sind halt, das war, ich glaube, so 200 Gramm Cardstock. Und ja, das ist halt jetzt sehr, sehr weich. Und dann habe ich das halt im Nachgang geprägt. Und ja, die sehen halt so aus. Und das fand ich wirklich immer ganz, ganz schön und so. Ja, und jetzt habe ich das halt mit der Schuhcreme gesehen. Und dadurch, dass ich ja im Moment an einem Junk Journal dran sitze, habe ich gedacht, naja, dann probiere ich das halt auch mal aus. Da war ich bei Action und habe mir verschiedene Schuhcremes geholt. Einmal so eine flüssige. Damit hat das jetzt nicht so gut funktioniert. Also ich fand das jetzt nicht so schön. Die Farbe gefiel mir auch nicht so. Und dann habe ich noch diese Schuhcreme. Ja, und mit der habe ich das jetzt gemacht. Und das sind halt jetzt so kleine Täschchen, die ich halt dann ins Junk Journal reinkleben möchte. Und ja, habe ich hier auch mal. Das ist, also ich kann es nicht beschreiben. Ihr müsst das mal selber machen. Also das Papier ist jetzt hier. Moment, das zeige ich euch erstmal. Und zwar dieses Vintage Paper, das hat eine Grammatur von 100. Und ja, das ist halt in verschiedenen Brauntönen. Und ja, damit habe ich das gemacht. Teilweise habe ich es bedruckt. Und wobei teilweise, haha, alle habe ich bedruckt, die ich euch jetzt zeige. Also wie gesagt, und das Papier fühlt sich halt jetzt wirklich so beschichtet an. Also, ja, ganz, ganz anders als vorher halt. Und ja, dann habe ich halt noch das hier. Das soll ein Umschlag werden. Da habe ich dann auch noch ein bisschen mit Wachs bin ich dann noch so drüber gegangen. Aber halt die Schuhcreme alleine hat schon ein, ja, so ein ganz, eine ganz andere Haptik halt in das Papier gemacht oder. Ja, so kann ich es nur beschreiben. Ja, ihr seht, also jetzt hier bei dem Bild, da ersticht eine Frau einen Mann. Jetzt nicht so toll, aber mein Junk Journal wird so, ja, ich wollte irgendwie was Außergewöhnliches machen, mal was anderes. Und ja, ich möchte halt gerne so ein Journal machen. Zum Thema so skurrile Dinge, so makabere. Und ja, da passt das natürlich dann ganz gut. Außerdem habe ich mir hier zum Beispiel auch so ein kleines Heftchen gemacht, was dann auch hinter ins Journal rein soll. Und da habe ich das dann auch gemacht, ne, mit der Schuhcreme und dann mit dem Wachs. Mit dem hier drauf. Also es ist, ja, das wird halt so eine skurril, Horror, makaber, keine Ahnung, außergewöhnlich. Dann auch so Richtung irgendwie so Freakshow oder sowas. So, ja, irgendwie so. Ich werde auf jeden Fall noch mehr davon zeigen. Ich bin halt jetzt gerade so ein bisschen dran, mir die ganzen Sachen so herzustellen. Ich habe mir auch schon hier überlegt halt, dass das halt mein Cover werden soll. Das werde ich aber auch noch genauer dann zeigen in einem Video und habe mir hier drei Signaturen schon mal gemacht. Also ja, ne, ihr seht, das wird halt so ein bisschen creepy und ja, hier auch so. Verrückte Männer, also so verrückte Sachen. Ja. Aber heute. Boah, lange Rede, kurzer Sinn, ne?
Heute möchte ich halt euch gerne mal zeigen, wie ich das hier gemacht habe, weil ich das wirklich sehr, sehr schön finde. Und vielleicht interessiert das einfach den einen oder anderen. Und deswegen machen wir das zusammen. Ja, hier sieht es ein bisschen chaotisch aus bei mir, wie irgendwie immer gefühlt. Ja, also. Ich habe hier jetzt einfach halt dieses 100 Gramm oder 110 Gramm Papier. Was ist es denn jetzt? Ich guck nochmal drauf. Ich glaube 100. Naja, habe ich auf jeden Fall. Das ist gedruckt. So sieht es aus. Und nur einseitig natürlich jetzt. Ich hatte mir das jetzt schon so ein bisschen so geknickt, damit ich hinter weiß ungefähr so, wie der Umschlag dann sein soll. Und so, jetzt schmiere ich mir das erstmal ein. Also das ist jetzt, manche machen das ja mit diesen kleinen Metalltöpfchen. Da ist die Schuhcreme ja so hart. Und das hier ist halt eine von Action. Die ist halt wirklich super günstig. Ich finde, das halt, gibt halt trotzdem ein schönes Ergebnis. Und ja, da ist halt dieses Schwämmchen dabei. Und die ist halt relativ weich. Ist jetzt braun. Ich hätte es mir auch ein bisschen dunkler vorstellen können. Aber ja, was anderes gibt das jetzt nicht her. Bei Action, ich weiß nicht, ob es die auch noch in anderen Farben gibt. Ja, muss ich nächstes Mal die Augen aufhalten. Aber ich finde die Creme halt eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt natürlich auch keine Erfahrungswerte, was mit den anderen ist. Aber man kann es halt damit machen und das Ergebnis finde ich erstmal ganz in Ordnung. Ja, also ich knicke das vorher nicht. Ich reibe das erstmal ein. Und später wird das dann halt geknickt. Ich mache das auch von beiden Seiten. Und ja, einfach mit diesem Schwämmchen, ne? Mal gucken, vielleicht hole ich mir in den nächsten Tagen nochmal so andere Schuhcreme und probiere das damit dann auch mal aus, damit ich einfach mal so den Vergleich habe. Jetzt klebt das ein bisschen im Moment erstmal, aber das zieht eigentlich ganz schnell ein und trocknet dann auch richtig fix. So, und dann drehe ich das einfach um. Und streiche das halt auch von der anderen Seite ein. Es muss jetzt auch nicht, wer weiß, wie dick sein oder so. So. Die Rückseite klebt jetzt ein bisschen da dran, aber es ist halb so wild. So. Jetzt hier. So, jetzt lasse ich es halt noch mal einen Moment trocknen. So, und jetzt merkt man halt schon, es ist jetzt erstmal noch klebrig, aber dass das Papier halt schon ganz weich ist, wenn man jetzt mal hier guckt. Also, das ist schon so, man hört, ne, das knistert viel mehr. Und das hier knistert halt jetzt schon gar nicht mehr so. Das, ja, wie gesagt, ist halt jetzt im Moment noch ein bisschen klebrig. Ich werde das aber jetzt auch schon knicken. Das macht also gar nichts, dass das jetzt noch so klebt. Klar kann man noch einen Moment länger warten, aber ich glaube, das wird dem Ergebnis, also irgendwie wird das Ergebnis nicht besser werden, glaube ich, dadurch. Man muss es halt nur ganz vorsichtig wieder auseinander machen. Und eigentlich passiert da jetzt auch nichts. Also man kriegt das wirklich gut auseinander. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann wartet halt noch einen Moment. Und ja, knickt es erst, wenn es vielleicht richtig trocken ist. So. Aber ihr seht, das geht so halt wieder auseinander. Und ja. So sieht es nämlich jetzt aus.
Dann nehme ich vorher, bevor ich jetzt hier das Wachs nehme, nehme ich hier nochmal Distress Oxides Grand Espresso und ja, bearbeite das ein bisschen. So gehe ich halt so ein bisschen drüber. Muss nicht zu viel sein, halt an einigen Stellen, dass das noch ein bisschen so dunkler, so einen dunkleren Touch bekommt. Ist halt Geschmackssache. Man kann natürlich auch irgendwie noch eine andere Farbe nehmen oder so. Aber ich finde das jetzt ganz schön. So. Seht ihr das? So. Ein bisschen. So. Und das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite noch ein bisschen. So, ich glaube, das reicht mir jetzt schon. Die eine Seite sieht man ja eh kaum. So. Und jetzt kommt nämlich das Wachs zum Einsatz. Und dann nehme ich jetzt aber mal, glaube ich, dann bei diesem hier hatte ich genommen Metallic Bronzer. Bei diesem hier. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Und hier nehme ich jetzt einfach mal Kupfer. Und ja, dafür nehme ich das einfach hier so aus dem Küchentuch und gehe hier halt so ein bisschen so rein. Und wische halt vorsichtig. Ja, das ist nicht so vieles. Und da kann man das nochmal so ein bisschen runternehmen. Halt, wie man es halt gerne möchte. Ne? Es kann viel sein, es kann wenig sein. Es ist halt wirklich dann so Geschmackssache. Ja, hier ist mir leider jetzt ein bisschen zu viel, aber da kann ich gleich noch mal mit einer anderen Farbe drüber gehen und dann passt das. Und auf der Rückseite mache ich noch mal oben ein bisschen. Ja, das so, man merkt jetzt schon, es klebt jetzt nicht mehr ganz so doll. Also es ist jetzt wirklich schon nicht mehr so klebrig. So, und jetzt an den Stellen, wo mir jetzt zu viel ist, da gehe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen mit dem Braun drüber. Dann nimmt das so ein bisschen das Ganze weg. So glänzt es jetzt nicht ganz so doll. Ihr seht das. Also gut, jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich so viel Dunkel jetzt hier oben auch genommen habe, ein bisschen den Druck natürlich jetzt verschwinden lassen. Aber gut, ich meine, das ist, muss man halt nochmal genauer hinschauen, was da passiert. Aber ja, hätte ich vielleicht ein bisschen darauf achten sollen, dass ich da eine hellere Farbe nehme. Aber gut, ist egal. Das macht es vielleicht auch interessanter, einfach mal genauer hinzuschauen. So, und dann würde ich halt einfach hier rechts und links mit Klebeband oder Flüssigkleber, ist ja egal, einfach hier ran längs gehen. Und dann habe ich einen kleinen Umschlag mit der kleinen Klappe jetzt. Hier ist die Klappe kleiner, hier hatte ich ein bisschen größer das gemacht. Wenn man es dann aufklappt, sieht man halt das komplette Motiv dann. Ja, also ich finde, das ist sehr, sehr, guck mal, jetzt habe ich, hier habe ich was drauf gemacht und da oben nicht. Noch mal ein bisschen. So, das
man auf der Klappe auch mal ein bisschen was sieht, ne? So. Ja, also das ist das Ganze und es fühlt sich wirklich, ja, ich kann es euch nicht beschreiben, ihr merkt das, ne? Das geht einfach so, das ist halt jetzt irgendwie beschichtet und ja, halt fühlt sich halt total gut an und halt super interessant. Also, ne, falls ihr das gut findet, probiert das auf jeden Fall auch mal aus. Und ja, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Aber ich denke mal, viele Wege führen nach Rom und jeder hat ja irgendwie so seine Tricks oder seine Erfahrungen oder so mit bestimmten Produkten gemacht. Ich werde mich auf jeden Fall noch weiter austesten mit verschiedenen Schuhcremes. Wie gesagt, auch mal so ein Blechtöpfchenhut besorge ich mir, dass ich das damit mal ausprobiere. Oder vielleicht, was ich auch ganz interessant finde, wenn man eh so ein braunes Papier oder sowas hat, dass man vielleicht mal mit farblosem Wachs drüber geht. Da muss ich auch noch mal schauen. Das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Weil wenn man jetzt hier bei so einem Druck, ne, bei so einem sowas hätte jetzt hier, braucht man ja theoretisch, weil der ja so sieht das ja auch schon schön aus. Und wenn man ein bisschen mit Distress Oxides drüber geht, braucht man ja eigentlich vielleicht nur so eine Schicht, dass sich das dann so toll anfühlt. Und ja, das wird ja vielleicht dann schon reichen, so ein farbloses. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich das dann ausprobiert habe oder besorgt habe erstmal. Ja. Mal gucken. So, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und vielleicht macht ihr es mal nach. Oder wie gesagt, schreibt mir doch in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt für mich. Sonst ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch eine schöne kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.